Okay, Jungs, also Stand jetzt. Chouaméni habe ich erspielt. Wie gesagt, 1 Million Verlust gemacht. It is what it is, I guess. Ja. Ist halt Pech gewesen. Ist halt von 2 auf 3 Uhr einfach 1 Million getroppt. Was soll ich machen? Ist einfach passiert. Zum Glück habe ich ihn verkauft, weil der ist jetzt noch mehr getroppt. Ich habe Malen dann nebenbei gemacht. Ich habe Rimenes gemacht. Ich habe Terrier gemacht. Alles, glaube ich, heute gemacht. Oder am Dings, ich weiß gar nicht mehr. Und mir fehlt halt auch genau 3 Spiele für Nunes und Ferran Torres. Okay, ah, wir haben noch Dings hier. Wir haben hier, das haben wir noch. Weil ich ja Elite 2 geboren bin. Durch die ganzen gegrindeten in den Squad Battles. Oh, Level Up! Tauschbar, bitte komm! Oh, natürlich. Ich bin jetzt. Scheiße, ist nicht schlimm. Nehme ich mit. Aber einfach der günstigste. Es sind so viele, die so übertrieben teuer sind, ne? Und jetzt krieg ich einfach den günstigsten. Ist okay, aber. Okay, wir haben ein Pack. Weil wir ja die ganzen Level Up-Spieler erspielt haben. Elite 2. Miner und die großen liegen. Gucken wir mal. Wird wahrscheinlich eh nichts drin sein. Ich mache das ja eigentlich nicht mehr, aber wegen den Aufgaben jetzt haben wir jetzt mal gespielt und wir ziehen. Ja, absolut Müll. Boah, hat sich ja nicht mal gelohnt vom Rating her, ne? 89 Rating. Was ein Scam. Hat sich ja null gelohnt. Perfekt. Okay, Jungs. Kommt eh nichts, Jungs. Ich weiß das. Was ist da nochmal drin? Ein Prime Toti Foot Bursty Trophy. 90 oder höher aus Brasilien, Frankreich oder Niederlande. Okay. Ich gehe auf Toilette. Vielleicht komme ich ja zurück und ja. Rein da. Okay, schauen wir mal. Vielleicht noch einmal Glück. Habe ich das gezogen? Ach du Scheiße, nee, oder? Es ist nicht deren fucking Ernst. Die SBC kostet, glaube ich, 250.000 oder so, ne? Also es ist wirklich langsam frech, also ich will ja nicht sagen, oh, gib uns jetzt jeder die geilsten Icons und Heroes, aber also die Pack-Rate, ihr seht das doch die letzten 2 Monate, glaube ich, oder wie lange, das mein 20. oder 30. Icon oder Hero Pick oder Pack, Pick und Pack zusammengezählt, wo ich nichts gezogen habe. Okay, Chat, wir gehen rein. 8-3 haben wir am Freitag die Dings beendet, haben wir die Challenge gemacht. Wir haben das Beste, oder ich habe das Bestmögliche gemacht, was ging. Ihr wisst, dieses Event ist sehr, sehr No-Life-lastig und ich war am Wochenende weg gewesen am Samstag, hatte nur heute Zeit gehabt und hat mein Bestes gegeben, wieder Spieler zu erspielen für den Content und wir haben das Team gebaut. Wir mussten die Abwehr so genauso bauen, sonst würden wir nicht auf Full Camp kommen. Deswegen haben wir die Abwehr so gebaut. Wir haben jetzt, hier hätte ich auch Zidane spielen können, aber wir spielen heute Vieira mal als Sechser, der kam ja als SPC raus. Ich habe ihn zwar, glaube ich, schon gespielt auf der PS4, wir testen aber nochmal auf der PS5 und ja, dann kann ich mal sagen, ob das sich lohnt, nochmal für 1 Million zu machen oder nicht. Wir haben den geupgradeten Chouaméni, den haben wir ja schon am Freitag gespielt, die 94er Version, die war schon ziemlich gut gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht viel schlechter sein wird, weil der ja auch noch 5 Stellen Weefoot Upgrade bekommen hat, was sehr nice ist. Und dann haben wir 4 komplett neue Stürmer von dem Level Up Event. Wir haben Ferran Torres, ja, 20 Spiele. Ich versuche euch dann so ein gutes Feedback zu geben, ob es sich lohnt, weil das Ding ist, es geht nicht mal um die Kosten, wie viel die kosten, sondern es geht eigentlich darum, die Zeit, die man investiert. Ne? Und ich glaube, die meisten können nur bestimmte Spieler erspielen, die haben bestimmt nicht Zeit, irgendwie 200 Spiele zu machen pro Woche, deswegen muss man dann wirklich dann gucken, wen spielt man sich. Wir haben dann noch den Jimenez, der ging natürlich schnell. Ich habe jetzt hier den mit den Class hier, Fernklass hier ausgesucht. Der kostet jetzt nicht so viel, aber wir gucken mal, wie der trotzdem ist. Wir haben Terrier, der kam neu raus. Den testen wir mal, sieht eigentlich ganz nice aus. Und wir haben Nunes mit Doppel 5. Der sieht krass aus, wird mein Main-Stürmer heute sein. Bin gespannt, dann würde ich sagen, komm, yalla. Flamtosti, gucken wir mal. Flamtosti. Boah, der hat ein Papierteam für Season, krass. Ja, 586 ist schon so krass, Bruder, sag ich, was es ist. Ich muss ganz kurz. Quittet einfach. Korrekt, korrekt, EA, dass ihr so ein Papierteam für die Season gibt. Mugiwara, oh. Hier einer von der One Piece Crew. Yashin. Oh, Minus ist ein rotes Auto. Nice. Den belese ich gerade. Boah, ist ein Team. Boah, was ein Schuss. Jimenez. Komm, Raul, jetzt! Jawoll, Jimenez! Alter, bei dem läuft gerade Jimenez. Das ist halt immer in Position. FC Motadon.
aus Frankreich wieder. Ah, oh, ich muss gleich links wieder einstellen, ne? Standortsnähe. Oder habe ich das an? Ich weiß gar nicht. Boah, was ein Team, ne? Stark, starker Pass. Hä, der schenkt? Oder hat er gemoved? Schenkt er oder hat er gemoved? Ich glaube, der quittet jetzt auch, oder? Ach, schade. Komm, Nunes. Oh mein Gott, Nunes! Oh, oh, oh. Digga, das ist einfach da durchgeboxt. Ja, moin. Das war's dann gleich auch mit ihm. Perfekt. Okay, komm, nächster Gegner. Jack. FC. Der Jack. Wo ist der Mac? Team? Sieht eigentlich nice aus sogar, bin ich ehrlich. Ist nicht das typische Team, ne? Aber sie sind stark, die Karten. Gotcha, Bitch. Gotcha, Bitch! Komm, Nunes, ist das deiner. Schön mitgenommen. Ballrolle. Sehr clean, sehr, sehr clean. Die Ballmitnahme war sehr, sehr nice. Das kriegen nicht viele hin. Der wird kein Upgrade bekommen, sage ich der Nehmer. Der kann froh sein, wenn der Rating behält. Stark, Ferran Torres. Okay, die B stimmt und. Ja, läuft heute echt. Ja, läuft sogar, muss ich echt sagen. Sof ist der nächste Gegner. Gucken wir mal. Auch Frankreich wieder. Hey, warum krieg ich die ganzen Franzosen? Ich habe doch Standardnähe angemacht, oder nicht? Obwohl, Kalulu? Was ist das denn für ein Team? Den wechselt doch aus, oder? Aber der Rest ist stark, ne? Der Rest ist heftig, ja, den wechselt direkt aus. Oh, er geht einfach raus. Perfekt. Benzema. Okay. Boah, der Ronaldinho. Der ist auch nicht so schlecht. Okay, let's go. Oh, fuck. Ich hab, den wollte ich nicht rausziehen. Ich habe einen falschen Spieler bekommen. Ich hasse dieses Spielerwechsel dieses Jahr leider. Opa, stark. Opa, Junge, der Nunes. Der ist der Ronaldinho. Digga! Meter? Uff, keine Ahnung, wofür, wenn ich ehrlich bin. Hat er so einen komischen Anlauf? Warum hat dieser Jimenez so einen komischen Anlauf? Gefällt mir gar nicht eigentlich. Ich muss da auch mal eine Backbeneflanke mal reindrücken jetzt langsam. So eine Backbeneflanke muss ich mal reindrücken, damit mal drauf geht, der Hund. Rahmen stark. Krasse Abwehr heute. Schöner Ball. Komm, 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 komm. Den hast du. Nimm. Schön. Schön, David Nunes. Mal zurück. Ich habe extra gewartet. Ich habe extra gewartet, bis er nachrückt, der Terrier. Weil von da so schießen wäre eh nichts reingegangen. Gut, shit. Okay, Brankus ist der nächste Gegner. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut mit dem Team. Rullet hat er. Maguire und Neuer. Alter, was ist das denn? Maguire, Neuer und Cech. Vorne im Sturm. Was ein geiles Trio. Probier mal. Teil finde ich rot und trifft. What the fuck? What the fuck? Ich triff rot und er geht rein. Und er geht raus. Lol. Hala Madrid ist der nächste Gegner. Tapsoba im Tor. Varan. What the fuck is that? Was hat der sich da alles erspielt? Hä? Was ist das denn für ein Freak? Spielen kann der auch noch? Ja, schwierig, schwierig. Ich muss What the fuck? Wie heftig sind wir? Okay, ich nehm's zurück, der ist schon krass. Schwierig, da durchzukommen bei dem. Komm, bitte schieß! Er schießt nicht! Ich hab so früh gedrückt, yeah! Ich hab so früh gedrückt! Geiler Ball, komm! Oh mein Gott, Mann, ich spiel so gut und dann immer vor dem Tor so eine Scheiße, Mann!
Was soll ich machen? Guck, das Tor, das ist so unnötig, das Tor. Das Tor ist einfach unnötig, Mann, Alter. 3-2 wäre okay, Mann. Look at this Bullshit. Look at this fucking Bullshit, Mann. Ja, ich könnte echt gleich ausrasten, Alter. Kann gar nichts machen, Alter. Ich gehe jetzt Dreierkette. Er ist drin, ne? GG's. Ja, kann ich nichts machen. Aber warum spiele ich gegen... Woher kommt der Chat aus Saudi-Arabien? Warum spiele ich gegen einen, der aus Saudi-Arabien kommt? BO2S5. Digga, was? 447-0 stand denn. What the fuck, Alter? 447-0, Alter. Was ein kranker Freak. Ist das der zweite anders oder was? Erzähl, wieder ein Franzose. Ich krieg keine Deutschen, obwohl ich das angemacht habe. Ich krieg nur Franzosen, Engländer. Ja, die geben mir extra hier. Die suchen mir extra hier diese Freaks raus jetzt. Um mich zu brechen, ne? Der ist auch wieder nicht schlecht, der Gegner. Ach, jetzt läuft es gar nicht mehr für mich. Terry, ja, Junge, wie hat er sich da durchgebackt? Keine Ahnung, nehme ich mit. Digga, ich bin doch dran mit meinem Spieler. Wie kann der denn das so? Wer war das denn? Ramos oder was? Tchouaméni! Och, komm schon! Ja. Bitte! Saha, let's go! Ich will so viel Platz, aber meine Spieler sind... Nunes! Yes! Ah, Nunes, ich sag euch, erinnert mich ein bisschen an R9, finde ich, Nunes, oder? Ferran Tor. Alter, das ist ein verdammter Ernst! Ich muss nein. Oh mein Gott. Hat er gut gemacht. Ah, das hat er gut gemacht. Mann, dieser Mbappé ist so unfair, Mann! Ach Mann, Alter, einfach pay to win mit diesem Mbappé, aber ich konnte nichts dagegen machen, ey. Alright, komm, Honeymoon, komm, lass einfach jetzt noch dann den 4-14 mitnehmen, gut ist. Nothing you can do, man. Okay, nice. Komm. Nein, warum switchst du meinen Spieler weg, Mann? Wieso switchst du meinen Spieler weg? Wieso switchst du meinen Spieler weg, den ich nach hinten gezogen habe? Das ist so ohne Sinn. Komm, Nunes, bitte. Komm, Nunes. Jawoll. Ja, fucking woll. Jawohl, Jimenez, du bist eine Maschine. Ich dachte schon abseits, aber come on, man. Ja, oh, ja, hätte da. Oh, ich kann das alles nicht mehr. Uff, Lars mit Winner Nunes. Uff. Den habe ich gebraucht. Jetzt aufpassen auf Dings. Der macht wieder denselben Scheiß, der Idiot. Seine letzte Chance, das ist sein. Oh. Oh mein Gott, der ist nicht drauf reingefallen. Oh mein Gott, der hat mich fast hops genommen. Aber nur fast. Oh,
Take it. Ja, kannst du nicht viel machen, Chat. Wir standen 8-3. Ja, den einen aus Frankreich hätte ich besiegen können. Oder müssen. Der hätte mir vielleicht 16 holen können. Aber den E-Sportler hätte ich 100 Mal spielen können. Ich hätte 100 Mal verloren. Von daher, mache jetzt Teambewertung. Verschenke ich eins und dann geben die Rewards. Und dann machen wir noch den Tots-Pick und Shape-Pick oder was da noch ist. Und dann gucken wir mal. Okay, schnelle Teambewertung. Allison, immer noch Top 5, Top 3 Tort für mich im Game. Heute wieder richtig krass erhalten. In der Premier League für mich persönlich immer noch besser als Ederson. Wenn ich einen auswählen müsste, Allison besser. Die Abwehr war heute ein bisschen lückenhaft. Ich weiß nicht. Vielleicht merkt man langsam, dass Ramos und Capdevila. Kimpembe ist immer noch krass. Das bleibt für mich immer noch OP. Aber bei Capdevila und Ramos, die sind immer noch gut. Und man merkt langsam, ja. Vielleicht werden doch die neuen Karten ein bisschen besser und die sind nicht mehr so overpowered wie am Anfang. Aber die sind immer noch gut, aber nicht mehr so Endgame overpowered. Sarah okay, gut nach vorne gearbeitet, offensiv stark, defensiv hat er okay. Seine L2-Schüsse sind halt ganz geil, deswegen habe ich ihn auch heute reingeholt. Vieira und Tchouaméni, defensiv sehr, sehr stark. Vieira, der hat halt immer dieselben Probleme. Das ist einfach sein Weakfoot, ne? Also die Pässe mit dem Weakfoot sind echt nicht so gut. Ansonsten, wenn du halt nur einen Abräumer suchst, ja, ist er halt optimal, ne? Der hat eine richtig gute Reichweite, steht gut, Tackling gut, heftigen Körper, wenn du reingehst, die Spieler fliegen gefühlt. Also defensiv gesehen sehr, sehr gut, aber wenn du mit einem Sechser auch ein bisschen, ich sag mal nicht mal offensiv spielen willst, sondern die Bälle verteilen willst, ist schon ein bisschen schwierig. Also den Weakfoot merkt man immer noch und die Pässe sind okay, aber der macht schon einige Fehlpässe. Das stört schon ein bisschen. Da waren Pässe dabei gewesen, die waren eigentlich nicht schwierig, meiner Meinung nach. Auch mit einem starken Fuß, die dann halt nicht optimal ankamen. Und Tchouaméni, ja, ist gut. Ich habe heute mal als Achter getestet, das ist, ja, Sechser besser, ne? Also ich bleib dabei, also bevor ihr den Vieira macht, würde ich sagen, holt euch vielleicht Tchouaméni, wenn ihr das Geld habt und spielt euch den und spielt den als Sechser, wenn in dein Team passt. Der ist irgendwie meiner Meinung nach der bessere Vieira halt. Der ist so ähnlich wie Vieira, nur mit ja, geilen Passen und 5-Stellen Weakfoot, ne? Also das ist eigentlich Vieira mit nur Passen und 5-Stellen Weakfoot. Achter fand ich ihn jetzt okay gewesen, ja, aber ein bisschen zu unbeweglich. Ja, 3-Sterne Skills, das ist halt für einen Achter nicht wirklich optimal, für mein Spiel ist es zumindest 6er ist eher da, wo der hingehört und da wird auch ja, wie ein besser Vieira spielen. Dann haben wir die 4 noch, die waren eigentlich alle im Grund, alle ganz gut gewesen. Ich würde mal sagen, für mich persönlich heute der schlechteste ist Ferran Torres gewesen. Laufwege waren okay gewesen, man musste ja 2 Spiele abziehen oder 3 Spiele, ich habe einen gequittet, da habe ich eh kein Tor gemacht, das war ein E-Sportler. Und 2 Spieler haben bei 0-0 gequittet, das heißt, das ist hier 5 Scorerpunkte in 7-8 Spielen. Er war okay gewesen, ja, halbwegs gutes Tripling für seine Körpergröße, Finishing, ja, Weakfoot war ein bisschen problematisch, hat dann die okay Dinger gemacht, Pace war okay, Tripling war für seine Körpergröße in Ordnung, nichts Besonderes, also ich bin ehrlich, es geht nicht mal um den Preis von 50.000, sondern es geht um die 20 Spiele, den kann man nicht mal mit anderen kombinieren, weil du brauchst hier 6 Spanier und wäre es jetzt 6 La Liga Spiele wie bei Witzel, hätte ich gesagt, ist in Ordnung, weil du kannst ihn mit einem großen Spieler kombinieren, aber du kannst ihn ja nicht mal kombinieren, deswegen würde ich sagen, für ihn, die 20 Spiele haben sich gar nicht gelohnt. Ich weiß gar nicht, ob ich persönlich nochmal mit ihm spielen möchte. Falls er überhaupt ins Team passt, würde ich glaube ich sogar jemand anderes spielen. Fand ich heute nicht so nice, das war für mich der Schlechteste. Danach würde ich sagen, die 3 waren auf ihre Art und Weise stark. Jimenez war in Ordnung, ja, leicht erspielbar, kostet nichts. Und Runs waren gut gewesen, also Stellungsspieler fand ich sehr nice, bei dem Finishing in the Box war in Ordnung gewesen. Ja, ist halt ein bisschen Stein, muss man sagen. Sehr unbeweglich, 4 Stellen Skills, aber ja, Pace war okay gewesen, Körper war sehr stark. Ist eine coole Karte, die man mal mitholen kann, ja, testen kann. Safe kein Endgame, safe auch nicht Meta, aber wenn du gut bist, wirst du mit ihm rasieren. Ist halt so eine Karte, wo du sagst, je nachdem wie gut der am Controller ist, so gut wird er auch spielen. Und wenn du gut bist, wirst du auch mit ihm rasieren. Wenn du nicht so gut bist, wird er dir wahrscheinlich auch nicht ja, die paar Spiele mehr gewinnen, wie mit einem MPP-Team für Season oder so. Und dann haben wir noch die 2. Ja, Terrier fand ich eigentlich sogar ganz nice, auch wenn er nur 5 Scorer-Punkte gemacht hat, wie 7 Spiele nur. Fand ich ihn ganz nice gewesen. Der war noch der Bewegsäule von denen, war schnell. Und für 1,84 war der wirklich sehr beweglich. Der hat 94 Tripling. Einfach viel beweglicher als er mit 98 Tripling. 5-Stelle Skills auch ganz nice. Sehr geile Skill-Moves, kommen sehr clean. Schüsse waren gut gewesen, Pässe waren gut gewesen. Der war auch schnell. Laufwege waren gut gewesen. Körper war gut gewesen. Also ich fand ihn dafür, dass man den ja, dafür nicht so viel bezahlen muss und auch nicht viel machen muss. Kann man mal mitnehmen, wenn man das League-Hour-Team hat. Den kann ich empfehlen. Preis, Leistung oder Zeitaufwand ist
in Ordnung, ist jetzt auch kein zweiter MPP, aber wirklich, hat sich echt nice spielen lassen für die Körpergröße und wirklich clean, sehr, sehr nice, guter Vorwahl. Und Nunes war, ja, noch, der war eigentlich gut gewesen. Also ich vergleiche ihn so ein bisschen mit R9, würde ich sagen. Unbeweglich, dafür aber die 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot, das heißt, ja, kriegst da schon das irgendwie hin, ist schnell, hat einen sehr starken Körper, um sich durchzuboxen, finde ich sehr krass, wenn er mal vom Tor ist. Pässe habe ich jetzt nicht so viel gemacht, weil er Solo-Stürmer war. Ja, lohnt es sich für 15 Spiele? Ich würde sagen schon. Also ich würde sagen, mit R9 sowas, vielleicht auf den Level würde ich ihn vergleichen. Prime vielleicht nicht, aber mit würde ich ihn ungefähr auf den Level vergleichen, wenn du so einen Spieler suchst. Der hat mich echt stark daran erinnert, vom Körper her. Ne? Sehr bullig, aber zeitgleich auch ein bisschen unbeweglich. Aber die 5 Sterne Skills haben das wieder ein bisschen gut gemacht, weil du mit dem Skill clean durchkommst und mit dem fetten Körper kannst du dich auch noch ein bisschen durchdrücken. Und Finishing vom Tor mit beiden Füßen gut gewesen. Lohnt es sich? Wenn du noch die Zeit hast, wenn du noch FIFA Sucht ist, würde ich sagen, ja, weil der kostet jetzt noch 700.000, wirst nach Steuern nicht so viel verlieren, 50.000 vielleicht nach Steuern, machst 15 Spiele, kannst das auch noch kombinieren, weil du brauchst nur 4 Premier League Spieler, ja, du kannst das sozusagen mit einem zweiten teuren Spieler kombinieren, ich würde sagen, da ist der Zeitaufwand sogar noch in Ordnung und ja, den kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man Bock auf ihn hat, wenn man ein Premier League Team hat. Alright, gehen wir rein, Chat, ja, 14 Siegerwords sind dieselben eigentlich wie Dings, nur dass halt die kleinen Ligen noch dabei sind. Wäre cool, wenn jetzt ein Ronaldo dafür kommen würde. Ich gehe einfach rein, Jungs, weil das Ding ist, die gönnen eh nicht, weißt du? Ich gehe jetzt einfach rein in den Picks, ohne es schnell. Malen, ja, für Futter. Ja, Müller ist auch okay. Komm, gib mir noch mir Varan. Ah, scheiße. Okay, haben wir die zwei noch. Mbappé vielleicht mal in Rot. Mbappé in Rot, einmal. Fucking Testing. Okay, zum 100. Mal. Vielleicht einmal Mbappé jetzt in Rot. One time, please. Ben Yedi? Ist das noch was wert? Ben Yedi. 124.000, ja, immerhin. Ja, okay, immerhin. Ja, Mini-Win, würde ich sagen. Ben Yedi, der Rattenkönig, der Rat King. Können wir irgendwann mal spielen. Oh, ist okay, bin ich zufrieden. Okay, komm, gib mir dafür jetzt ein Level Up. Gib mir einen guten Level Up. Level Up, Level Up. Ah, Schrott. Gib mir, ich weiß auch nicht, Schrott. Oh mein Gott, weil wäre das. Okay, komm. Level Up. Level Up. Level Up. Oh mein Gott, Digga. 2x84er. Dafür habe ich die Scheiße gespielt. Ich weiß, 14 Siege, aber trotzdem. Cristiano Ronaldo jetzt. Boah, Cristiano Ronaldo wäre jetzt richtig geil. Komm, yay. Boom. Nochmal den Goldie Boy. Komm, Cristiano oder Messi? Ich glaube, es ist Messi, oder? Oh mein Gott. Oh mein. Wir machen wieder keine 100k. Nicht mal 100k machen wir jetzt. Der ist so unnötig geworden, Alter. Wie können die gegen Ende und die gönnen immer noch nicht? Was ein Scheiß, Mann. Das Ende von FIFA, die gönnen immer noch nicht. Ich glaub's nicht. Also einmal schieben, komm. Schieben wir rein. 3, 2, 1. Wir haben letztes Mal Set Review gemacht. Machen wir heute mal schieben. Set Review hat nie gegönnt, deswegen. Wir gucken jetzt mal. Tots. Ja, perfekt, den habe ich schon. Schmeckt. Das ist schon mein Shapeshift, das hat es ja schon lange nicht mehr gehabt. Guck mal hier. Das ist ein Moments-Schrott, ne? Oh, Son, den habe ich leider schon in Blau, in Rot. Und noch ein Tots. Okay, wir haben Tots und ein Shapeshifter. Das ist, den habe ich schon, perfekt. Auf Müll. Und der Shapeshifter ist. Zeig mal. Hat Schrott gesetzt, ne? Ja, Bali, perfekt, schwarz. Oh mein Gott, ist das schlecht. Oh mein Gott. Digga, was ist das, Junge? Dafür bezahlt du 250.000 jedes Mal. Jede Woche nehmen die dir 250.000. Damit du so eine Kacke siehst.